Yo, hallo Leute, herzlich willkommen zu Part 3 des Let's Play Minecraft Time Travel. Ich habe gestern Abend um 23 Uhr oder so, keine Ahnung wann, auf Twitter gepostet, dass ich das mit den Versionen verkürze, dass ich alle 3 Tage, also jeden dritten Part, die Version ändere. Jetzt habe ich es getan, jetzt habe ich einen Riesensprung gemacht, weil ich habe einfach keinen Changelog gefunden, der vor der Beta 1.3 war, und deswegen bin ich jetzt halt hier oben, wie man sieht, in Minecraft Beta 1.3. Ich habe halt, wie gesagt, keinen Changelog gefunden, der hier bla, der halt älter ist. Okay, ja, genau so ist es. Ich habe jetzt überhaupt nichts gemerkt, was geändert wurde. Das ist richtig schlecht. Ja, egal. Ich werde es mal jetzt hier, das sehe ich ja jetzt hier schon, was passiert ist. Also, es ist hinzugekommen. Der Multiplayer-Modus. Obwohl, nee, der war schon vorher da. Es sind Sounds hinzugekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es sind Sounds hinzugekommen. Ja, das war noch. Ja, das ist sensitive der Maus. Ja, Graphics fast. Fancy, ja. Das ist auch noch alles normal. Hier ist dazu gekommen, Mods und Texture Packs. Die kann man dann seit der Version Beta 1.3 kann man dann, also soweit ich es jetzt weiß, kann man seit der Version Beta 1.3 Texture Packs hinzufügen. Das werde ich auch in den nächsten Parts machen. Man kann sogar Mods hinzufügen. Und das werde ich allerdings nicht machen. In den älteren Versionen. Vielleicht irgendwann später. Bin ich aber auch noch nicht sicher, und ja. Das Weltmenü ist geändert. Da ist eine Welt vor mir, bla, die ich mal wann anders gespielt habe. Kann man hier auf Create New World, bla. Und hier sind jetzt halt die zwei Welten, die ich hatte. Die müssen halt jetzt konvertiert werden. Welt 2 war die Welt, die wir hatten, zum Zocken. Für das Let's Play hier. Und jetzt muss die halt konvertiert werden. Das kann ein bisschen dauern. Ich meine, in der Welt sind dann auch neue Änderungen. Änderungen dazugekommen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ich gucke jetzt auch gleich nebenbei nochmal nach, was geändert wurde. Bis gleich, Leute. Jo, Geister, bin ich auch wieder jetzt in der Welt drinne. Oh, es gibt Sounds, geil. Ich habe mir jetzt ein Textdokument gemacht. Also, ich habe die Changelogs rauskopiert. Jetzt habe ich ein Textdokument gemacht mit den Changelogs. Ich komme jetzt einfach mal hier zum Vorschein, bla. Hier sind jetzt halt die ganzen Changes, was gemacht wurde. Von der Version, in der ich im Spielen war, oder halt von der Alpha 1. Keine Ahnung, 11, irgendwie sowas. Und hier sieht man es jetzt. Hier ist jetzt der Multiplayer, added the Whitelist, also halt die Whitelist für Server. Halt, dass man da Spieler hinzufügen kann, die auf dem Server dürfen und bla. Und hier wurde jetzt ein bisschen Redstone hinzugefügt. Halt, Repeater, Redstone Dust Blocks, also halt komplett Redstone wurde, glaube ich, eingefügt. Added three new Halfside Blocks, also das heißt neue Slabs. Added Beds, das heißt Betten halt zum Schlafen. Das ist irgendwas mit Grafik, das will ich gerade nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Achso, ich glaube hier, das ist jetzt, also hier dieses Replace the Mojang Splash Image to Reflect New Logo Colors. Das ist, wenn man Minecraft startet, da kommt ja ein Mojang-Zeichen immer. Und ich denke, hier wurde das dann jetzt gearbeitet. Scrollbar in the Boss, in the Boss. The Texture Packlist, the Map Selection. Ach so. Ja, das ist jetzt halt hier das, was ich eben gesagt habe. Texture Packs, Map Select alles. Es ist möglich, Namen der Welt zu ändern. Hier, das ist mit den Welten, die konvertiert werden müssen. Ach so, und jetzt halt die Änderungen, die so zu Großteil da waren. So, ich gucke jetzt mal oben um. Ich guck mal oben um, was da passiert ist. Und so wie ich das gerade sehe, ist es. Natürlich, warum soll es bei meinem Glück auch Tag sein? Na, toll.
Ja, aber ich bin froh, es gibt endlich Sounds. Das ist einfach nur geil. Also ohne Sounds war wirklich langweilig. Ah, jetzt. Ah, geil. Jetzt erkennt man auch die Alpha-Bäume. Oh, nee, Fleisch habt ihr immer noch keins gegeben. Ja, das sind jetzt die Alpha-Bäume, die dann halt seit der Alpha stehen und ja, seitdem nicht abgeholzt wurden und spiele ich auf Peaceful? Nein. Hier oben ist jetzt gerade mal gar nichts los. Warum? Haben die Angst vor mir? Ja, schön. Aber ich will jetzt halt auch noch nicht von der Map so viel erkunden, weil später kommt noch so viel dazu. ja. Das ist halt dann scheiße, wenn ich schon die ganze Map erkundet, obwohl die ganze Map erkunden geht schwer. Oder eher gesagt, geht schon, nur dauert ein bisschen. Ist halt dann scheiße, wenn ich so richtig viel erkundet habe, dass ich dann später erstmal richtig lang laufen muss, um irgendwas Neues zu finden. Das ist dann nicht so toll. Oh, die Steuerung wurde schon wieder umgestellt irgendwie. Stellt der automatisch um? Nein, nicht. Ah, es gibt einen Chat. Es gibt jetzt den Chat. Den gibt es nur Multiplayer. Neue Fackeln. Nummer 16 Fackeln hinterher. Dann kann ich jetzt auch hier in die Höhle. In die Höhle. Wundervolle Höhle. Na, trotzdem, hier ist Eisen, das ist doch schon mal nice. So. Aber eins muss ich auf jeden Fall in jeder Version testen, ob das jetzt noch geht mit den Schafen oder nicht. Obwohl, das müsste eigentlich auch dastehen. Ich gucke einfach trotzdem mal sicherheitshalber, wenn nichts da steht, gucke ich einfach in jeder Version, ob da irgendwas davon steht, das mit den Schafen scheren. So. Ich habe mir übrigens viele Überlegungen gestern gemacht. Hier unten jede Menge ausbauen. Die Treppe komplett weg. Nochmal, also hier unten quasi ausbauen ohne Ende. Die Treppe weg. Viel mehr Platz haben. Alles schön machen, bla. Also hier kommt noch viel auf mich zu. Also so ist es jetzt nicht, dass ich nichts zu tun habe. Also ich habe mir schon einiges überlegt. Nur dafür brauche ich dann auch wieder, obwohl ich habe ja Fackeln. So. Wie viel Holz habe ich? Na doch, das reicht eigentlich erstmal. Da ist nichts drin. Ups. So. Ah, geil. Mir fällt gerade auf, die Öfen hatten ja vorher, also die Öfen hatten vorher, in der Version vorher, oben drauf so eine Cleanstone-Textur, richtig? Und die ist jetzt halt weg. Jetzt ist er so. Art Cobblestone. Das Cobblestone der Neuzeit fast schon. Sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn da die Cleanstone-Textur ist, weil. Ah ja, die hat nicht wirklich dahin gepasst. Hier für den Boden. Warum mache ich mich eigentlich schon an solche Feinheiten ran? Das ist gerade der größte Fehler, den es überhaupt gibt. Ich sollte erstmal hier genug Platz haben zum Ausbauen. Aber Moment mal. Ich kann ja jetzt auch. Ein Bett machen und pennen und mich am Ohr kratzen. So. Ja, jetzt ist es draußen Tag. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Entschuldigung. So, jetzt noch mehr Platz einbauen, bla. Ich komme jetzt leider nicht mehr raus, um die Welt bei Tag zu zeigen. Wegen den Bäumen und alles. Ja, das ist jetzt halt schade. Also rauskommt tue ich schon nur. Moment mal. So. So, hier ist es doch jetzt fast schon. Jo, hier ist mein Ausgang. Hier ist mein Ausgang. Boah, da sah es halt zwischen eben so richtig dunkel aus. Schweine, ihr seid Schweine. Chicken, Chicken. Oh mein Gott, Chicken. Ja, hier sind jetzt halt die Bäume, wo dann verschiedene Blätter dran sind. Das.
Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ich kann mir was denken. Also ich gehe davon aus, das hat damit zu tun, dass halt in neueren Versionen, da kommt halt neues Holz dazu und... Sei ruhig da hinten, danke. Und das sind dann halt die verschiedenen Blattarten, um an die Saplings zu kommen. Weil das ist, meine ich, noch Eiche, das ist Tanne und das ist Birke oder irgendwie sowas. Ich meine, das ist sogar wirklich so gedacht, dass du dann an die Blätter, an die Setzlinge für die neuen Bäume kommst. Ich bin mir aber nicht sicher. Also da stand jetzt auch nirgendwo, aber ich würde so meiner eigenen Meinung nach schätzen, dass das dafür gedacht ist. Ja, ich werde es ja sehen. Wenn jetzt Saplings von anderen Bäumen kommen, außer von Eichen, Setzlingen, bla, dann... Nö. Das jetzt nicht. Dann hat's geklappt. Wenn nicht, dann war es doch nicht richtig. Ja, zur Not gucke ich einfach, erkunde ich die Welten. Hat mich das Schwein hier runtergeschubst. Erkunde ich die Welt einfach noch ein bisschen, dann finde ich schon die anderen Bäume, hoffe ich mal. So, jetzt habe ich hier noch mehr Holz. Ja, nee, hier kommen keine anderen Saplings runter. Wurde eigentlich ja schon ein. Ja! Oh mein Gott! Das wurde eingefügt. Moment mal, steht das auch hier drin? Na, ich finde es gerade nicht, aber es kann sein. Entweder wurde das hier eingefügt oder in der vorherigen Version, die ich halt nicht. Also spielen hätte können schon, aber halt keinen Changelog zu gefunden hätte, habe und ich dann halt keine Infos zumachen konnte. Und Versionen, wo nur Bugfixes sind oder Snapshot-Versionen, so wie jetzt Beta 1.3 Unterstrich 1 gibt es da, glaube ich. Oder Beta 1.3 A und B gibt es, meine ich, auch noch. Aber werde ich halt immer nur eine von zocken und das andere ist halt wirklich zum Großteil nur Bugfix. Deswegen werde ich die, Oh, da kommt Minecraft-Musik. Werde ich die halt gar nicht anzocken, weil... Moment mal. Weil das dann halt, wie schon gesagt, nur Bugfixes sind. Ja, die sind halt nicht unbedingt nötig, dafür jetzt immer noch drei neue Parts zu machen. Das wird das Ganze dann auch noch derbe in die Länge ziehen und das muss ja eigentlich nicht sein. Deswegen mache ich eigentlich nur die Version, wo große Änderungen waren. Und ja, da hat gerade meine Mutter gerufen. Interessant. Ja, ich werde halt nur die größeren Versionen Änderungen bla machen. Und die Minecraft-Musik, wie habe ich sie vermisst? Und sie ist gerade ein bisschen hart laut. Irgendwie auf meinen Ohren. Und Moment. So, da bin ich auch wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Meiner Mom. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich werde nur die größeren Changes nehmen. Das heißt so viel wie... Ich meine, der nächste große Change ist 1.4. Da kam dann irgendwie noch mehr dazu. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich gucke einfach mal. Auf jeden Fall, jede einzelne Version durchnehmen ist ein bisschen hart. Das wird auch das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen. Ja. Mal gucken. Vielleicht wisst ihr da ja mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare. Ja, genau. In die Kommentare schreiben, wie ihr das gern wollt. Ob ihr jede Version haben wollt oder auch nur große Änderungen. Ob ich Bugfixes wirklich rauslassen soll. Also meiner Meinung nach Bugfixes raus, weil nicht gerade wirklich wichtig, ne? Es gibt eine Sneak-Funktion. Yay. Ne, weil Bugfixes, ja, okay. Ich interessiere mich nicht wirklich für Bugs in einem Spiel. Sind halt da oder nicht. Aber wirklich groß mich damit beschäftigen, tue ich nicht wirklich. Also wären Bugfixes nicht wirklich wichtig in meinen Augen. Also ich persönlich würde jetzt keine Bugfixes spielen. Weil es ist für mich einfach nicht nötig, weil mich, wie schon gesagt, Bugs nicht interessieren. Und ja.
Wäre das halt so gesehen verschwendete Zeit, dann würde ich quasi drei Parts machen, wo ich keine Änderungen habe, die ich ausprobieren kann, was ja eigentlich der Sinn von dem Projekt hier ist. Und ja, das ist. Ja, weil wenn ich Änderungen habe in einem Changelog, wo dann wirklich Änderungen drinstehen, dann habe ich auch den Part ein bisschen gefüllt. Dann kann ich erstmal die Änderungen vorstellen. Und hinterher kann ich dann auch noch so viel wie halt jetzt dann ein bisschen darüber erzählen oder ein bisschen die Änderungen zeigen. Wenn das nur Bugfixes wären, dann ja, müsste ich die Bugs erstmal finden und das dauert dann ja auch erstmal. Ah nee, geht ja gar nicht. Bugfixes kannst du ja nicht finden, die sind ja gefixt. Ja, also ne? Bugfixes, dann müsste ich quasi wieder die vorherige Version spielen, um dann erstmal rauszufinden, was gefixt wurde, um erstmal rauszufinden, was der Bug war, und dann in der anderen Version wieder gucken, ob es gefixt wurde. Warum kommt hier eine Kuh zu mir rüber? Ist die geil auf Sand? Mö. Moment mal, ich kann das auch von oben tun. Weil, ja, und ich sehe gerade, ich bin ein bisschen über, aber egal. Ja, halt Bugfixes, ne? Wie schon gesagt, das wäre viel zu viel Aufwand, dann in der Version zurückzugehen, dann wieder nach vorne. Und das dann einfach für mehrere Bugs immer wieder zu machen. Das ist, glaube ich, schon leicht nervig dann wirklich an der Zeit. Also nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für euch. Deswegen gucke ich mal, dass ich wirklich nur die großen Änderungen reinhauen, statt ist auch so winzig kleine. Aber so kleine Änderungen sind eigentlich nie wirklich dazugekommen. Eigentlich waren es wirklich immer nur größere Änderungen. Also das dürfte, denke ich, kein Problem sein. Also wenn dann halt mal Updates waren, wo keine großen Änderungen waren, dann waren es halt Bugfix-Updates. Aber sonst sind eigentlich wirklich immer große Änderungen dazugekommen, soweit ich mich erinnern kann. Nur halt jetzt, ich habe halt sehr viel nicht gesehen von Änderungen, weil die Seite nicht älter ging. Die Seite ging nicht älter, genau. Nee, halt, auf der Seite konnte man nicht älter einstellen als 1.3. Ist halt ein bisschen scheiße gerade, aber. Ach, was willst du machen? Ja, und ich denke mal, ich beende jetzt hier auch den Part. Nachdem ich hier einmal rund bin. So halt, ne? Das dauert jetzt nicht mehr lang. Lange? Man kann ich ja jetzt kurz noch einmal rumgehen. Oh. Und den Rest mache ich dann einfach im nächsten Part, also morgen. Den werde ich auch erst morgen aufnehmen, weil ich produziere nicht gerne voraus. Ich nehme nicht gerne voraus auf, bla, ihr wisst schon. Na, auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Time Travel. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und ja, bis dann, Leute. Ciao, ciao.